pandemiegeschädigte Vibra-Karawas-Freunde. Heute ist der 4. Dezember 2020 und dieser Tag ist der heiligen Barbara geweiht. In aller Herrgottsfrüh sind ich schon heute Morgen mit der Taschenlampe in meinen Garten gegangen und habe mir von meinem Quetschebaum die Ästchen abgeschnitten. Denn das sind Barbara-Zweige. Die schneide ich jetzt schräg an. Da. Zack. Stellen die in lauwarmes Wasser. Und gucken denen jetzt vor, dass Frühling ist. Und in 4 Wochen. Am 25. Dezember sind die am Blühen. Das ist uralter Brauch. Aber woher kommt dieser Brauch? Und warum nennt man die Eschahai Barbara-Zweige? Wer war denn diese Barbara? Nichts Genaues weiß man nicht. Alles Legende. Und die berichtet uns aber, dass diese Barbara zum Ende des 3. Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus in Nikomedia, dem heutigen Izmit, in der Türkei gelebt hat. Ihr Vater war steinreich. Der ließ sie gut ausbilden und richtete ihr ein Zimmer in einem Turm ein, das sie sich selber ausbaute. Durch ihren Hauslehrer kam sie zum Christentum. Und als ihr Vater sie mit einem reichen jungen Mann verheiraten wollte, ist sie einfach fortgelaufen. Und hat sich im Wald zwischen den Felsen versteckt. Ein Hirtenjunge hat dem Vater das Versteck verraten und der hat sie hingeschleppt und eingesperrt. Auf dem Weg dahin hat sich Frau Escher in ihrer Klamotte verfangen und in ihrem Gefängnis hat sie die in Wasser gestellt und nach 4 Wochen waren die am Blühen. Ihr Vater war aber so bies, weil die nicht heiraten wollte, dass er sie beim Burggrafen verklagt hat. Der verurteilt sie wegen Hochverrat zum Tod durch Enthaupten. Ihr eigener Vater soll das Richtschwert geschwungen haben. Nach der Hinrichtung wurde der Vater der Legende nach vom Blitz erschlagen. Na, wenn glaubt, der geht selig. Die heilige Barbara gehört zu den 14 Nothelfern der heiligen katholischen Kirche, wird mit einem Schwert und einem Turm dargestellt und ist die Schutzpatronin der Bergleute. Ich hoffe, die Geschichte war nicht zu blutrünstig, hat euch trotzdem gefallen. Darum sagen wir Tschüss, bleibt mir gesund, euer Manny.